Also Simon Rolfes macht sich bereit, um hier die deutsche Mannschaft wieder aufzufüllen und den 11. Mann hier zu geben. Bastian Schweinsteiger wird nicht mehr zurückkommen, so wie es aussieht. Hektische erste Viertelstunde haben wir gesehen. Noch keine echte Struktur zu erkennen bei der deutschen Elf. Noch keine klaren Aktionen nach vorne. Jetzt ja vielleicht mal. Jansen. Gut gespielt und fast drin. Gute Aktion. Ärgert sich Mario Gomez. Das war klug, diesen Ball scharf und flach reinzuspielen. Und so einfach geht es, wenn man schnell und direkt spielt. Erste gute Aktion der deutschen Mannschaft, quasi als Reaktion auf diese bislang sehr durchwachsene, eher schwache erste Viertelstunde. So, Hansi Flick gibt die letzten Anweisungen an Simon Rolfes. Ja, schönes Duell da zwischen den beiden, Jansen und Andy Q, aber der lässt nicht locker und beschäftigt auch noch Piotr Trochowski dazu. So, jetzt der Wechsel. Also Bastian Schweinsteiger raus mit dieser heftig blutenden Platzwunde. Und nun kommt rein Simon Rolfes, der Leverkusener, der schon eine starke Saison gespielt hat bisher. Der Dauerbrenner ja ist bei Bayer. Tabellenführer ist im Moment bei den Spaniern. Robbie Keane und Lehmann. Ist Simon. Und Robbie Keane, Lehmann schon draußen und das war gut so, weil er ihn sofort gezwungen hat zu handeln und diese Situation hat Jens Lehmann sofort erkannt, hat das klasse gemacht, kein Abseits hier bei dem Pass von Andy Reid, hat dabei natürlich schon ein bisschen Glück, dass der Ball nicht durch die Beine durchrutscht, ja, mit der linken Hand hat er ihn da abgewehrt. Erste Chance für die Iren. Nach einer halben Stunde. Oh, da hat Trochowski geschlafen. Er hat nicht geglaubt, dass da noch jemand vor ihm an den Ball kommen könnte. Wo fliegt der Ball noch mal rein? Und die Chance für Joey O'Brien. Aber da war noch ein deutscher Abwehrspieler dazwischen, sodass dieser Kopfball nicht so viel Wucht hatte. Und so kein Problem für Jens Lehmann. Geklärt von Steve Finnen am langen Pfosten. Jetzt ist er schon wieder vorne. Ecke Trochowski. Geklärt von Carsley diesmal. Nochmal Trochowski. Gomez kommt da nicht richtig ran. Links. Das war sein bisher bester Versuch. Der Bremer versucht es aus der Distanz. Und den hat er zumindest mal aufs Tor gebracht. Aber mit dem schwächeren Fuß und deshalb war da nicht so viel Dampf drauf. Sekunden und der Pfiff von schwedischen Schiedsrichter Martin Hansson, der keine allzu großen Probleme hatte hier mit dieser Partie. Jogi Löw wird schon das eine oder andere auf dem Zettel haben. Das ist hier ein zähes, hartes Stück Arbeit für die deutsche Mannschaft. Und man muss natürlich schon sagen, dass ihm, dem Mittelfeldspieler und seinen Kollegen im Mittelfeld, das sehr, sehr schwer fällt. Das ist natürlich schon ein substanzieller Verlust. Ballack Schneider ohnehin schon nicht da und jetzt auch noch Bastian Schweinsteiger raus. Also vielleicht kann man da auch nicht allzu viel erwarten. Aber
Nichtsdestotrotz bleibt unterm Strich, dass das bislang kein schönes Spiel ist. Ein sehr körper- und kampfbetontes Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Iren, die da gut mit und gegenhalten. Die Iren mit ihren beiden Viererketten haben zwei Chancen gehabt, Robbie Keane und Joey O'Brien. Die Deutschen mit Gomez und der Kopfball von Metzelder noch in der 37. Minute. Also bislang noch keine Tore, nicht allzu viele Chancen. Gerhard Delling und Günter Netzer. Das haben wir ja nun schon des Öfteren gesehen bei der deutschen Nationalmannschaft, dass sie ein bisschen braucht, bis sie in das Spiel hineingefunden hat, gerade weil es ja immer wieder auch neue Formationen gibt. Aber man hat nicht so richtig das Gefühl, als wollte sie die Federführung hier übernehmen. Sie konnte nicht. Das ist der große Unterschied. Sie konnten es nicht, weil die Iren in den ersten 15 Minuten doch sehr aggressiv gespielt haben. Sie haben die Räume eng gemacht. Wir haben uns viel zu wenig bewegt. Es gab keine Anspielmöglichkeiten. Wir haben sehr schnell den Ball verloren. Und das wurde dann etwas besser, indem wir eine Ballsicherheit erreicht haben. Solche Gegner wie die Iren, die muss man laufen lassen, die muss man zwingen, den Ball hinterher zu hetzen. Das ist etwas, was uns dann mehr gelungen ist. Trotzdem wird es so bleiben. Die Iren werden aus der Kabine kommen, dasselbe wieder versuchen. Und wir müssen mit spielerischen Mitteln müssen wir versuchen, das Spiel mehr in den Griff zu kriegen. Aber vielleicht schwebt auch so ein bisschen im Hinterkopf doch mit, dass ein Punkt reichen könnte. Ein Punkt für die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, 23 EM-Qualifikationsspiele in Folge hat die deutsche Mannschaft nicht mehr verloren. Da kann man sich an die letzte Niederlage kaum noch erinnern. Wenn Sie es noch wissen, dann, meine Damen und Herren, kann ich hier nur empfehlen, Ihr Wissen jetzt einzusetzen. Das Fußballgewinnspiel im Ersten. Das erste EM-Qualifikationsspiel der neuen Ära Rebeck. Deutschland zu Gast in der Türkei. In der 70. Spielminute dann dieser Patzer von Oliver Kahn. Eigentor. Es fällt kein weiterer Treffer mehr. Die Gewinnspielfrage lautet: Wann verlor die deutsche Mannschaft zuletzt ein EM-Qualifikationsspiel? A. 1998, B. 2000 oder C. 2002? Gewinnen Sie jetzt mit der Postbank eine Postbank-Quartalsparkart mit einer Einlage im Wert von 30.000 Euro. Zusätzlich haben Sie die Chance auf einen von 100 Postbank-Fußbällen. Viel Glück wünscht Ihnen die Postbank. Rufen Sie an 01376 900 900 oder schicken Sie eine Postkarte an ARD Kennwort Länderspiel Gewinnspiel 20788 Hamburg. Online unter www.sportschau.de. Teilnahmeschluss ist der 15. Oktober 2007. Viel Glück! Die Qualifikation zur Euro 2008. Der Europameister ist auf Kurs. Doch er hat die Türkei im Nacken. Frankreich zittert. Nur mit Siegen bleiben sie im Rennen. Jeder Fehler wird bestraft. Auch der Weltmeister unter Druck. Ein direktes Duell um Platz 1. Rumänien gegen die Niederlande. Die heiße Phase der Euro-Qualifikation. Nach dem Spiel der deutschen Elf. Entscheidende Spiele sind das, aber entscheidend natürlich auch das hier, was sich im Croke Park in Dublin abspielt. Und deswegen schauen wir mal vielleicht zurück in eine erste Halbzeit und auf eine Szene, die gezeigt hat, wie es hätte laufen können bei der deutschen Fußballnationalmannschaft nach etwas mehr als einer Viertelstunde. Das ist hervorragend gespielt. Jansen hat sich da nach vorn geschlichen. Spielt den Ball sehr, sehr gut für Gomez nach innen. Und so hat die deutsche Mannschaft in ihrer guten Zeit, haben sie ihre Tore rausgespielt. Das ist ein sehenswerter, sehr, sehr guter Spielzug gewesen. Tempo, direktes Spiel, das sind alles so Dinge, die heute zum Teil nicht möglich waren, die aber schon deswegen auch nicht gingen, weil ein bisschen wenig Bewegung drin war. Wir können vielleicht gleich mal in die nächste, die wir exemplarisch rausgesucht haben, hineinschauen. Die Szene macht das deutlich. Frings versucht, das Spiel aufzubauen. Ja, das ist seine Rolle, dass der Ball immer wieder zu ihm zurückkommt. Er sucht, aber hier findet er keinen. Jedenfalls bleibt der Ball in den eigenen Reihen.
Tja, und so geht es sogar noch ein bisschen weiter. Aber das macht deutlich, welche Probleme die Mannschaft hat. Liegt das wirklich daran, dass die Iren so aggressiv sind? Oder was ist der Teil der deutschen Mannschaft? Was kann sie daran ändern, wenn sie das in die Hand nehmen? Das liegt zum großen Teil natürlich an der Aggressivität der Iren. Aber es gibt natürlich auch Mittel dagegen. Da muss man sich befreien. Und das tut man am besten, indem man eine Laufbereitschaft mitbringt, dass man die Räume sucht, die auf dem Platz vorhanden sind. Das ist wenig genug der Fall. Aber man muss sein eigenes Spiel entwickeln. Man muss im Ballbesitz bleiben und die Iren zwingen, hinter dem Ball hinterherzulaufen. Das ermüdet sie, nimmt ihnen einen Teil ihrer Kraft. Aber das hat eben 20 Minuten gedauert, bevor die deutsche Mannschaft in diesen Rhythmus hineingeraten ist. Und wenn dann mal so müde Phasen kommen, dann gibt es aber doch wieder andere. Gucken wir uns gleich noch an. Ich gebe jetzt aber erstmal runter zu Monika Lierhaus. Natürlich mit der Frage, wie geht's Bastian Schweinsteiger? Ja, dann brauche ich sie eigentlich nicht mehr stellen und gebe sie weiter. Wie geht's Bastian Schweinsteiger? Ja, ihm geht es soweit gut. Er hat eine 4 cm lange Platzwunde erlitten und ist mit 7 Stichen genäht worden. Aber es geht ihm gut, ich habe ihn gefragt. Ist alles okay soweit. Richten Sie ihm schöne Grüße aus. Wie soll es mit dem Spiel weitergehen? Die Iren sehr aggressiv, sehr bissig, sehr zweikampfstark. Wie soll die deutsche Mannschaft jetzt besser ins Spiel kommen? Ja, es ist das erwartet schwere Spiel. Da haben wir uns auch darauf eingestellt. Wir wollten ein bisschen mehr sie unter Druck setzen, konnten wir leider nicht. Auch die Stimmung hier richtig gut. Aber wir müssen natürlich in der 2,5 Grad mehr investieren und hoffen natürlich, dass wir in der Defensive weiterhin so gut agieren und vorne vielleicht mal dann eine richtig gute Aktion haben, die wir verwerten können. Dankeschön, Hansi Flick. Viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Danke. Ja, und wir haben gerade gesehen im Hintergrund, die Spieler sind schon wieder auf dem Feld. Insofern gucken wir uns die Höhepunkte nach dem Spiel an. Jetzt erstmal zweite Halbzeit mit Gerd Gottlob. Aber ein Foul war es halt auch und das hat er moniert. Hatte sich der Schiedsrichterassistent auf etwas anderes konzentriert. Sei es drum. Kasli. Da war Lehmann schon auf dem Weg nach vorne eigentlich eher und das hat er aber schnell erkannt und den Ball so noch gerade eben über die Latte gelenkt. Der wäre genau im Eck gewesen. Da keine Probleme mehr mit seiner Ellenbogenverletzung. Kasli. Und nochmal muss Lehmann daran. Da standen die beiden Riesen, Joey O'Brien und Richard Dunn, doch vergleichsweise frei da beim Kopfball. Und die Deutschen dafür in geballter Form am kurzen Pfosten. Nicht ganz optimal da die Aufteilung bei den Standards. Andy Reid. Quadratisch, praktisch, gut. Und Mertesacker. Gomez. Kein Abseits, Robbie Keane! Und den hat er verpasselt. So kein Problem für Lehmann. Kein Abseits von Robbie Keane. Natürlich wollte er den über ihn wegspielen. Über Lehmann. Hier so ein bisschen Beweis vielleicht auch dafür oder ein Anzeichen, dass sie zumindest sehr gut in Form sind, die Iren. Kilbane klärt da. Mertesacker. Vanni. Metzelda. Geschickt gemacht, schade. Hatte keiner mehr mit gerechnet, dass der Innenverteidiger da so eine zauberhafte Flanke noch reinbringt. Hier nochmal die Aktion. Metzelda. Aber kein Abnehmer mehr da in der Mitte. Wie auch immer dieses Spiel ausgehen mag, bleiben Sie anschließend bei uns und sehen Sie die Zusammenfassung verschiedenster EM-Qualifikationsspiele. Es geht richtig zur Sache. Und kuriose Angelegenheiten haben wir dort auch zu klären.
Podolski. Ah, das ist seine Stärke. Gar nicht lange fackeln. Den Ball einmal zurechtlegen und wenn er ihn dann auf seinem linken hat, dann kommt er schon immer ein knackiger Torschuss bei raus. Sprang noch im letzten Augenblick und leicht abgefälscht. Deshalb Eckball. Nochmal Trochowski. Zieht ihn aufs Tor. Eine Standardsituation, die deutsche Mannschaft ja nicht wirklich eine Leuchte. Da ist noch reichlich Steigerungspotenzial, auch schon in den vergangenen Spielen so zu erkennen. Kiel. Er hättert sich da wieder. Und der für mich sehr starke Mertesacker da in der Innenverteidigung hat zum wiederholten Mal geklärt. Allerdings diesen Kopfball hier nochmal aufgelegt für Lee Carsley. Er kann es nicht verstehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er auch gerne Gaelic Football oder Rugby guckt. Schön gespielt von Fritz und Friedrich. Podolski. Ganz links war Trochowski. Nochmal Podolski. Der mischt da die irische Verteidigung ein wenig auf. Hat einen guten Auftritt hier. Der Stürmer vom FC Bayern. Lehmann abgebrochen, da wollte er nicht weiter raus und das war wahrscheinlich auch richtig so. Aber zu heftig der Einsatz davor, Robbie Keane und Per Mertesacker. So, der Jubel bricht hier aus, 3 Minuten Nachspielzeit. Hoffnung für die Iren, hier noch das Siegtor zu erzielen. Ich glaube, die Deutschen werden nicht mehr allzu großes Risiko eingehen. Ein weiterer Wechsel soll noch vollzogen werden. Geht natürlich von der Nachspielzeit ab. Darren Murphy möchte da gerne ins Spiel, muss aber noch warten. Lehmann wieder draußen, ganz stark, also vorbildlich. Großer Rückhalt seiner Abwehr. Jetzt darf er rein für Kevin Kilbane, der ein gutes Spiel gemacht hat. Daryl Murphy vom FC Sunderland kommt rein. Dort Trainer übrigens Roy Keane, die irische Legende. Und Murphy, das ist so ein Brecher, der geht nochmal vorne mit rein. Versucht auf die letzten Sekunden noch etwas zu bewirken. Der Fahrer der des Mannschaftsbusses der deutschen Nationalmannschaft wird gebeten, unverzüglich zu seinem Bus zu kommen. Das habe ich natürlich auch noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob Sie das hören konnten. Der Fahrer des deutschen Mannschaftsbusses wird hier über die Stadionlautsprecher aufgefordert, sofort zu seinem Bus zu kommen. Irgendwas scheint da zu versperren. Also Wolfgang Hofpfenner jetzt auf dem Weg zu seinem Bus. Achtung, gut gemacht von Friedrich.
Der Roar nochmal durch den Krupp Park. Vielleicht die letzte Aktion in dieser Partie. Eckball für Irland, ausgeführt von Andy Reid. Lehmann nochmal im Mittelpunkt. Dann. Und da war Murphy schon mit dabei. Erstmal geklärt von Kurani. Reid nochmal. Fritz bei ihm. Nicht flanken lassen, kein Foul. Shane Long kommt da nicht ran. Und der Ball im Aus. Aber der Schiedsrichter entscheidet sich da nicht für Abstoß, was alle verwirrt, selbst die Iren, und gibt nochmal einen Eckball. Nochmal Eckball, nochmal die Chance. Andy Reid. Aufs Tor gezogen. Aufgepasst. McVeady nochmal. Erst mit dem Schuss, dann mit dem Kopfball. Und jetzt freundlicherweise müsste Martin Hansson dieses Spiel beenden. Und das tut er. Die deutsche Mannschaft kann jubeln. Nicht über das Spiel, sondern über die geglückte Qualifikation zur Europameisterschaft in der Schweiz und in Österreich. Er stand im Mittelpunkt, Jens Lehmann, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte und war seiner Mannschaft da ein sehr guter Rückhalt. Wird aber fehlen in München gegen Tschechien. Spielt vielleicht jetzt nicht mehr so die ganz große Rolle. Also, ein schmuckloses, aber wertvolles 0:0 hier im Croke Park. Die deutsche Mannschaft qualifiziert ein kampfbetontes, intensives Spiel gegen tapfere Iren, die mir gut gefallen haben, die ihr Bestes gegeben haben und die Riesenchance, die beste Chance eigentlich hatten, hier in Führung zu gehen durch Robbie Keane. In der zweiten Hälfte, das war die schwierigste Phase für die deutsche Mannschaft. Nach dem Wiederbeginn der zweiten Hälfte, da waren die Iren sehr stark und sehr druckvoll. Und diese schwierige Phase haben die Deutschen überstanden, haben selber nach vorne nicht mehr allzu viel bewirkt. Da haben sie bislang 31 Tore geschossen in der EM-Qualifikation. Mit Abstand die meisten im Vergleich zu den anderen 50 Nationen. 49 Nationen und dieses Mal eben keins und trotzdem reicht es für die Qualifikation und da ist es sehr wohlverständlich, dass sie sich hier freuen, Mertesacker, Metzelder und Co. Diese frühe Qualifikation hat natürlich einen riesen Vorteil. Wahrscheinlich die bislang längste EM-Vorbereitung, nämlich einer deutschen Mannschaft. Wir haben jetzt noch 3 Spiele in München gegen Tschechien, dann gegen Zypern in Hannover im November und ebenfalls im November noch zu Hause gegen Wales in Frankfurt. Und da kann man natürlich eine ganze Menge noch probieren. Und Jogi Löw hat auch schon angedeutet, also er hat natürlich schon 2-3 Kandidaten noch in petto, die er dann auch noch mal testen will. Also zum Beispiel Mike Handke ist so einer, der ja lange verletzt war. So, da gibt er nicht nur sein letztes Hemd, sondern auch seine letzte Hose oder seine vorletzte Hose, Lukas Podolski. Mike Hanke, der 96er, oder auch Gerald Asamoah, die also dann nochmal ihre Chance bekommen sollen in dieser Nationalelf auf dem Weg in die Berge. Den Bergabend hat es ja schon gegeben in Berlin, wo das Ziel ausgegeben wurde, wenn wir schon so stark spielen, dann bitteschön wollen wir doch auch Europameister werden. Das ist ganz klar definiert, dieses Ziel. Und bislang hat die deutsche Mannschaft sich ja auch sehr souverän gezeigt in der EM-Qualifikation. Und dann kommt natürlich auch irgendwann die Zeit wieder zurück, wo die ganzen Topstars natürlich auch wieder zurückkommen.
Also zum Beispiel Ballack, Klose, Lahm und Konsorten. Heute haben ja auch noch einige andere gefehlt. Hitzelsberger nicht dabei, Borowski musste kurzfristig absagen. Und natürlich auch Bernd Schneider. Also für viele Deutsche, die hierher gefahren sind, sieht die Reise vielleicht nicht wegen des Fußballspiels als solches gelohnt. Denn die Partie war sicher nicht überragend. Aber die Wirkung ist halt sehr groß. Sie sind qualifiziert. Das war's zunächst von hier, meine Damen und Herren. Dann bitte weiter, Jürgen Bergener mit Jens Lehmann. Herzlichen Glückwunsch, Jens Lehmann. Qualifikation zur Endrunde Europameisterschaft geschafft. Ich denke, ein 0:0, das aufgrund der Effizienz zur schöneren Art gehört. Ja, das stimmt. Das Ziel war ja, zu 0 zu spielen. Wir hätten natürlich lieber gewonnen, aber die Iren sind zu Hause natürlich gut auch. Sie haben nach dem Spiel gerade eben noch lange Zeit mit dem Schiedsrichter gespannt gesprochen. Was war das Thema? Die gelbe Karte, also Ihre Sperre? Er meinte, ich hätte ihm sagen sollen, dass ich keine zweite gebrauchen kann. Aber anscheinend ist die Regel so, dass wenn man den Ball außerhalb der Seitenlinie nimmt als Torwart, dass man dann gelb sieht. Das stimmt. Noch ein Satz zur Mannschaft heute. Man hat das Gefühl gehabt, wieder eine Menge Ausfälle, auch heute noch früh der Schweinsteiger ausgefallen. Ist das auch eine Stärke dieses Teams, das alles zu kompensieren? Auch mal nicht schön zu spielen, aber effizient das Ganze rüberzubringen? Ja, sicherlich. Das hat man heute gesehen. Bislang haben wir nicht so sehr auf Ergebnis gespielt, sondern haben alles gewonnen. Und heute war es eben wichtig, diesen Punkt klar zu machen. Und selbst da hat die Mannschaft, die ja teilweise noch recht jung ist, sehr, sehr routiniert gespielt. Gute Leistung von Ihnen heute. Meinen Sie, das bringt Sie auch wieder einen Schritt weiter ins Tor von Arsenal? Das weiß ich nicht. Das war mein erstes Spiel jetzt überhaupt. Und jetzt hoffe ich, dass ich natürlich am nächsten Samstag spielen kann. Viel Glück, alles Gute. Danke. Und bei uns ist der Kapitän Thorsten Frings. Glückwunsch zur Qualifikation für die Europameisterschaft. Aber das war heute ein richtig hartes Stück Arbeit, stimmt's? Ja, natürlich. Das wussten wir auch vorher. Wir wussten, dass die heute ihre letzte Chance haben und dass sie alles dafür tun werden, um uns zu schlagen. Ich denke, wir haben heute sehr gut dagegen gehalten. Und ich denke, wir können auch ein bisschen stolz darauf sein, dass wir uns so früh wie noch nie eine Mannschaft vorher qualifiziert haben. Dagegen halten konnte die deutsche Mannschaft, aber normalerweise heißt es ja, dem Gegner das Spiel aufzuzwingen. Das hat heute nicht geklappt. Warum nicht? Ja, ja, ich fand es gar nicht so schlecht. In der ersten Halbzeit, denke ich, haben wir es besser gemacht als in der zweiten. Es ist halt unheimlich schwer. Die hauen nur die Welle lang nach vorne und gucken, was dabei rauskommt. Aber ein bisschen auch mit Glück arbeiten sie. Und es ist natürlich auch schwer, dann den Ball zu erkämpfen und nach vorne zu spielen. Wie gesagt, ich denke, wir haben gut dagegen gehalten. Heute war wichtig, dass wir dagegen halten und wir haben uns qualifiziert und das ist das, was zählt. Die Qualifikation, Sie haben es gerade gesagt, ist erreicht. Das nächste Ziel heißt jetzt Europameisterschaft, den Sieg. Gibt so ein Spiel eher Mut heute? Ach ja, bis dahin ist ja noch eine lange Zeit. Ich kann nur noch mal sagen, dass es heute im Vordergrund stand, dass wir uns qualifizieren, egal wie. Und wir haben uns qualifiziert. Und jetzt sollte man auch aufhören, alles schlecht zu machen, sondern uns einfach mal einen schönen Glückwunsch aussprechen. Das machen wir nochmal. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Thorsten Frings. Und wir leiten den Glückwunsch gleich weiter. Glückwunsch per Mertesacker, qualifiziert für Österreich und die Schweiz. Ich denke, ein Spiel, auf das man richtig stolz sein kann. Nicht, weil es besonders schön war,